Hallo liebe Kinder, liebe Eltern, heute grüßen euch die Wirbelwinde aus Rempisgrün. Auch bei uns ist in dieser komischen Zeit nicht mehr so viel Trubel wie sonst. Die Zimmer sind leer, keine aufgeregten Raupen, Schmetterlinge und Sträuche. Doch um euch auch jetzt die Zeit, ein bisschen die Langeweile zu vertreiben, haben wir uns drei kleine Experimente für euch ausgedacht. Also für dieses Experiment brauchen wir gar nicht viele Zutaten. Einfach ein paar bunte Smarties oder Skittles, einmal Wasser und einen Teller. Dann werden die Skittles erstmal um den Teller herumgelegt. Kleiner Tipp, am schönsten sieht es aus, wenn man viele bunte nebeneinander liegt und nicht immer nur dieselbe Farbe. So, jetzt kommt über unsere Skittles ein bisschen Wasser. So viel, dass alle ein bisschen Wasser abbekommen. Und dann muss ein Stück gewartet werden. Und langsam lässt sich beobachten, dass die einzelnen Farben auslaufen. Besonders interessant ist auch, dass die Farben sich nicht vermischen, sondern erstmal in ihrer Reihenfolge nach unten rutschen. So, am Ende kann man auch nochmal einen Pinsel nehmen oder einen Zahnstocher und einfach nochmal gucken, was passiert, wenn man ein Muster reinzeichnet und die Farben ein bisschen mischt. Auch hier entstehen nochmal tolle neue Muster und das ist ganz besonders faszinierend für die Kinder.